Jo, hi, zurück zum Witcher. Ich bin hier immer noch in der Höhle von dem Unsichtbaren. Das ist echt ätzend. Ich stehe hier übrigens auf dem Kopf, also das Wasser fließt nach oben. Alles irgendwie so gravitationsmäßig anders. Achso, übrigens, ich habe hier alle möglichen, hier stand als Tipp rechts, dass man alles, was man findet, lesen sollte. Das habe ich auch gemacht und dann kommt hier der Tipp, hier finde den Magier. Müssen wir mal gucken, was das wirklich auf sich hat. Jetzt will ich erstmal gucken, wie ich den hier wegchill. Hallöchen. Das hätte er nicht überleben können. Jetzt bist du kaputt. Fertig. Freundchen. So, es geht um den Magier. Den haben wir eigentlich jetzt im Hexersinn. Konnte man da immer irgendwie folgen. Mal gucken. Hier vielleicht, ja. Sechsmitzter Brief. Ja, das kann natürlich sein. Opfer für den Unsichtbaren. Verflucht, das wäre nützlich. Tja, und wie finde ich die? Mal gucken. Hätte man bestimmt alles durchlesen müssen. Shitty shit. Das war ungefähr nicht. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir hier rauskommen. Da oben rauf vielleicht nochmal. Das muss das Opfer für den Unsichtbaren sein. Okay. Wenn ich das dem Unsichtbaren gebe, bringt er mich vielleicht nicht um. Jedenfalls nicht sofort. Ja, das wäre vielleicht nicht so schlecht. Na komm, Geralt, das wäre jetzt nicht so geil. Muss ich irgendwie rauf? Ja, okay. So, wie kommen wir jetzt zum Unsichtbaren? Muss ich irgendwie, was weiß ich, da oben rauf oder was? Geht sowas? Die Felsspitze ist da, wo die Schwerkraft umgekehrt ist. Die Spitze fällt nach oben. Die Felsspitze ist da, wo die Schwerkraft einstürzen ist. Die Spitze fällt nach oben, wenn sie abbricht. Ich muss nur die Basis zum Einsturz kriegen. Probieren wir das nochmal mit Katschau, oder? So, was ist das Druck hier irgendwo, ne? Wo ist es? Genau. Das müsste es tun. Und jetzt kann ich quasi runter, ne? Also da. Oh ne, es fließt aber immer noch nach oben. Probier's trotzdem mal. Geht's hier irgendwie durch? Wohl kaum, ne? Oder soll ich einfach mal reinspringen? Ist mir zu riskant, oder? Na, Witchy. Kann man drüben reinspringen? Ich weiß es nicht. Okay. Okay, es hat was gebracht irgendwie. Ich bin auf jeden Fall quasi wieder an der Stelle von vorhin. Aber irgendwas ist anders. So, ich versuche mal da oben rauf zu kommen. Erreiche die Plattform. Einfach mal hier hochkrabbeln. Fertig. Jetzt muss ich nur noch den Unsichtbaren in Plauderlaune bringen. Na. Ich bin mal gespannt, ob das klappt so einfach. Beim letzten Mal war es ja nicht so erfolgreich. So.
Bin wieder da. Oh, Regis. Ekelti laut Niyama. Du lebst noch. Ja. Kaum. Du greifst nicht an. Hörst du mir zu? Vielleicht sprich. Ich bin wegen Detlef hier. Er ist... Ich weiß, wer er ist. Und? Er hat eine Horde niederer Vampire auf die Stadt gehetzt. Ich muss ihn aufhalten. Ich muss das nicht. Früher oder später macht Detlef dir Ärger. Großen Ärger. Wie das? So wie Kahagma Ärger gemacht hat. Die Leute werden ihn irgendwann umbringen. Das kann noch ein paar Jahre dauern, aber sie finden eine Möglichkeit. Und dann gehen sie auf Vampirjagd. Und sie werden auch dich finden. Und das soll ich fürchten? Nicht, weil sie dich umbringen, sondern weil deine Ruhe dann vorbei ist. Umherziehende Ritter und Magier werden hier aufkreuzen, Tag ein, Tag aus. Vielleicht werden sie sich sogar herteleportieren. Es kommen immer mehr, sei dir sicher. Natürlich wirst du sie umbringen. Dann setzen sie diese Höhlen unter Wasser. Oder holen Pioniere aus Mahakam und sprengen sie. Nein, dieser Ort muss sicher sein. Das Tor. Wie lautet dein Plan? Wir müssen Detlef überreden, die Stadt in Ruhe zu lassen. Wird er das? Vermutlich nicht. Wir müssen es trotzdem versuchen. Wenn es zum Kampf kommt und du ihn tötest... Bin ich verfemt, das weiß ich. Dennoch bitte ich dich, Detlef herbeizurufen. Wohin? Tesha Mutna. Geht hin. Wenn ich euch dort spüre, rufe ich Detlef. Okay, das hat ja funktioniert. Sauber. Verlasst mich. Okay. Ein echter Kumpeltyp. Ah, deswegen hat er die Schwerkraft umgepolt. Alles klar. Damit ihm das Blut in den Kopf läuft. Ich muss los. So, raus hier. So ein feiner Kerl, der Unsichtbare. Hey, da oben. Das ist nicht besser, als ich zu hoffen wagte. Zeit, Detlef herbeizurufen. Ja, höchste Zeit. Willst du direkt nach Tesha Mutna gehen? Gehen wir. Ich will es hinter mich bringen. Nee, warte mal. Hübsch hier. Nicht wahr?
So ein herrlicher Blick über das Tal. An klaren Tagen sieht man Duntin in der Ferne. Schade, dass wir aus diesem Anlass hier sind. Ja, sehr schade. Bist du zornig, dass ich Sianna nicht befreit habe und versucht habe, die Sache friedlich zu lösen? Ein wenig. Aber es kann sein, dass ich mich zu Unrecht darauf versteift habe, weil ich glauben wollte, dass es eine Möglichkeit gibt, alles in Ordnung zu bringen. Aber manchmal steckt der Karren eben zu weit im Dreck. Damit muss ich mich abfinden. Regis, lass den Unsichtbaren wissen, dass wir hier sind. Er soll Detlef herbeirufen. Freund. Wer mich nicht finden kann, der zwingt mich her? Warum? Du weißt warum. Ich habe keine Lust, Menschengedanken zu erraten. Sag es, oder lass mich zufrieden. Ich verstehe deinen Zorn, aber deine Angriffe auf die Stadt müssen aufhören. Sofort. Meine Bedingungen sind klar. Ich will Rehn. Ich will Sianna sehen. Doch sie ist nicht hier. Du weißt warum. Die Herzogin lässt sie nicht gehen. Dann muss die Herzogin die Konsequenzen tragen. Detlef, bitte. All dies wegen einer Frau? Du verstehst gar nichts. Bringen wir es hinter uns. Oh, es wird ernst. Auf jeden Fall noch kurz Shitty. Ich brauche noch mal kurz Vampiröl, weil ohne das wird das nix. So, jetzt kann's losgehen. Oh, Regis, mach es bloß nicht schlapp.
Ich bin enttäuscht! Du hast den Schuldigen ermordet. Ich schulde dir nichts. Jetzt wird er richtig hässlich. Ach du Scheiße. Ah, okay. Wenn du Götter hast, dann fang an zu beten. Shit, komm runter, Junge. Ah. Alter Schwede. Okay, in diese Blutmatsche darf man hier reinlaufen. Gut zu wissen. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen aufpassen hier. Das wird ein harter Fight, wenn ich das jetzt hier sehe. Also haben den erst halb runtergechillt, das ist echt nicht gut. Jo, wie bereits erwähnt. Das ist scheiße. Okay, auf geht's. Du hättest sie erbringen sollen. Ich bin enttäuscht. Du hast den Schuldigen ermordet. Ich schulde dir nichts. Da wird immer hässlicher. Ey. Mann, Mann, Mann. Ist es denn die Möglichkeit? Ja. Wenn du Götter hast, dann fang an zu gehen.
nichts mehr mit Fliegen, mein Vögelchen. Alter, was geht denn jetzt hier ab? Ja. Glaubst du, das hält mich auf? Was haben wir denn noch hier Schönes? Keine Ahnung, schauen wir mal. Alter. Was geht denn hier ab? Na, komm hier, ich muss hier raus, was ist denn los? Was ist denn los? Scheiße. Mal gucken, dass er mich nicht mehr kriegt. Das ist natürlich nicht so clever. So ein bisschen fitter werden. Das Schwert sieht auch scheiße aus. So ein bisschen rumjumpen. So, jetzt aber, oder? So, hier mal ein bisschen reinhacken. Und wieder weg. Jetzt mal drüben reinhacken. Oh, da ist echt immer noch Zeit drauf. Ah, scheiße. Ah, gut. Okay. So, jetzt haben wir hier reinpacken. Ah, scheiße, raus, komm. Oh, nur noch ein bisschen, oder? Okay, ich bin zurück. So sieht es zumindest aus. Und da hinten ist der kleine Detlef. Ah, komm her, du hässlicher Vogel. Oh, was hat er jetzt? So. Oh, oh, das tut jetzt nicht Not. Jetzt ist er echt kaputt. Ja, aber hässlich, ne? Alter, so Regis, wo ist der? Hoffentlich ist er nicht kaputt. Obwohl, die sterben ja alle nicht so schnell, ne? Er ist wahrscheinlich auch ein bisschen sauer. So, dein hässlicher Freund ist kaputt. Überlasse ihn mir. Geh jetzt. Ich kann nicht. Du musst.
umwerfendes Ensemble. Und wie gut es dir steht. Halt den Schnabel. Ich sehe wie ein Depp aus. Der Kaftan ist aus den besten Stoffen genäht, die man kriegen kann. Auf das sorgfältigste gearbeitet. Aber man braucht natürlich ein natürlich Minimum an Geschmack, das. Um das zu würdigen. Auch der feinste Mantel vermag nur optische Defizite zu verdecken, keine kulturellen Mängel. Ich trage üblicherweise andere Kleidung, die besser zu meinem Beruf passt. Ich wollte dieses Gewand nicht herabsetzen. Ich finde es nur nicht sehr bequem und offizielle Anlässe kann ich nicht leiten. Man gewöhnt sich dran. Nun, sei so gut und halt bitte still. Wie auch immer dem sei, Toussaints höchste Auszeichnung, der Orden von Vitis Vinifera, verlangt angemessene Garderobe. Man kann von der Herzogin nicht verlangen, dass sie die Medaille auf eine schlammverkrustete Rüstung pappt. Palastprotokolle legen allerhöchsten Wert auf Tradition und Etikette. Eine Tradition, die das Äußere über alles stellt, die den schnöden Schein und deplatzierte Großzügigkeit verherrlicht. Das klingt aber sehnsüchtig und melancholisch, Regis. Weil du kein neues Gewand gekriegt hast? Wohl kaum. So klinge ich eben, wenn ich nachdenke. Ob du es glaubst oder nicht, das kommt öfter vor. Außerdem bedarf ich keines neuen Gewands, da ich der Zeremonie nicht beiwohnen werde. Wieso nicht? Weil ich dazu im Gegensatz zu dir nicht verpflichtet bin. Ich packe lieber meine Sachen. Du kommst sicher später zu mir, wenn du um eine Medaille und ein faszinierendes Erlebnis reicher bist. Verlass dich drauf. Zeremonien, Medaillen für Tugenden, das reinste Dauerfeuer. Ich hatte auch keine Pause. Und mir geht die letzte Tugend nicht aus dem Kopf. Mitgefühl. Dieses Puzzlestück passt irgendwie nicht rein. Du glaubst also plötzlich an die Fünf-Tugenden-Theorie? Nach allem, was wir herausgefunden haben? Hier geht es nicht um Glauben, Aberglauben und Altweibergeschwätz, sondern um Schlussfolgerungen und reine Logik. Sianna hatte alles geplant. Hätten wir sie nicht aufgehalten, dann hätte es ein fünftes Opfer gegeben. Eines, das mit Herzlosigkeit in Zusammenhang gestanden hätte. Aber ihre Pläne spielen jetzt keine Rolle mehr. Sie kann sie nicht mehr umsetzen. Der Bote mit meiner Einladung zur Zeremonie sagt, dass Sianna im Palast ist. Die Herzogin hat sich von den Höflingen nötigen lassen, sie in den Turm zu sperren. Willst du gar nicht wissen, wer noch auf ihrer schwarzen Liste stand? Wir haben noch etwas Zeit vor der Zeremonie. Wir könnten noch ein Wort mit dem Schuhputzerbengel wechseln. Er hat Detlef die Namen der Opfer gebracht. Ob wir was übersehen haben? Wow, das ist eine geile Frage. Und soll ich was sagen? Das klären wir in der nächsten Session. Bis dann, ciao.